Bello, schieß zu mir. Nein, zu mir, mach schon, Bello. Nein, zu mir. Hey, nicht doch. So kann ich mich doch gar nicht entscheiden. Ja, sehr gut. Aber den nächsten schießt du zu mir. Hey, ihr drei, genug gespielt jetzt. Ihr müsst euch auf die Schule morgen vorbereiten. Ach nö. Doch, doch. Packt die Ranzen und legt euch die Anziehsachen für morgen schon mal raus. Ich habe auch noch Sport morgen. Deine Sportsachen liegen alle gewaschen im Schrank. Okay, danke. Etwas später. Na, wie sieht's aus bei dir, Anna? Ich bin fertig. Sporttasche ist gepackt und der Ranzen auch. Okay, dann schaue ich mal bei Greta vorbei. Hey Greta, na, bist du fertig? Ja, Mami, ich habe alles eingepackt für morgen. Welche Fächer habt ihr denn morgen? Wir haben Mathe, Deutsch und Werken. Oh, Werken. Da hat eure Lehrerin doch an Schere und Kleber erinnert. Hast du die eingepackt? Na klar, Mama, schon alles erledigt. Und die Sachen für morgen legen wir jetzt auch schon mal raus. Magst du die Hose morgen anziehen? Ja, die ist gut. Und diesen Pulli? Ja, der gefällt mir auch. Sehr schön. Dann ab ins Bad, Zähne putzen und dann ins Bett. Will aber noch nicht schlafen. Ja, ich weiß, aber es ist jetzt wirklich Zeit fürs Bett. Bin noch gar nicht müde. Ich kann dir auch noch eine Geschichte vorlesen. Na gut. Eine Weile später. Gute Nacht, Greta. Gute Nacht, Mami. Gute Nacht, Anna. Nacht, Mama. Am nächsten Morgen. Oh, jetzt schnell aufstehen, damit ich mal der Erste im Badezimmer bin. Besetzt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso bist du schon wach? Und wieso blockierst du das Bad? Weil ich mich für die Schule fertig machen muss. Puh, wann müsste ich denn aufstehen, um auch mal Erster zu sein? Um 4 oder was? Naja, egal, dann fütter ich erstmal Bello. Guten Morgen, mein Guter. Endlich ist der Erste wach. Ich verhungere hier. Hä, warum steht denn die Milch hier auf dem Boden? Wer hat sie denn da hingestellt? Sie muss doch in den Kühlschrank. Haben wir gestern Abend vergessen, sie in den Kühlschrank zu stellen? Bäh, Igitt, die ist schlecht. Buah. Das ist doch jetzt egal. Gib mir Essen, ich verhungere. Ja, Bello, ich komme ja schon. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Machst du uns einen Kaffee? Ja, mache ich, aber die Milch hier ist schlecht. Das kann gar nicht sein. Die habe ich gestern erst aufgemacht. Ja, aber die stand nicht im Kühlschrank und jetzt ist sie schlecht. Seltsam. Ich hätte schwören können, dass ich sie gestern in den Kühlschrank getan habe. Dann gibt's kein Müsli heute und nur schwarzen Kaffee. Sowas Blödes aber auch. Hast du Greta schon geweckt? Ja, die zieht sich gerade an. Mama, wo ist meine Hose? Ach, die haben wir doch gestern Abend extra rausgelegt. Ich geh mal gucken. Was ist los? Meine Hose ist weg und mein Pulli auch. Das kann doch gar nicht sein. Die haben wir doch gestern zusammen hier auf den Stuhl gelegt. Ja, ich weiß, aber jetzt sind die weg. Hast du sie woanders hingelegt? Nein, habe ich nicht. Die sind einfach weg. Okay, nur die Ruhe bewahren. Wir haben jetzt keine Zeit. Nimm dir einfach andere Sachen aus dem Schrank. Ich muss mich jetzt auch für die Arbeit fertig machen. Mami, aber ich wollte genau die Sachen haben. Sie sind aber jetzt nun mal weg. Keine Ahnung. Nimm dir bitte andere, sonst kommen wir alle zu spät. Na toll. Mama! Oh, was ist denn, Anna? Meine Sporttasche ist weg. Das kann doch nicht sein. Du hattest sie doch gestern Abend gepackt. Wo hast du sie denn hingestellt? Na dahin, und jetzt steht sie da nicht mehr. Vielleicht hast du sie schon runtergebracht. Nee, habe ich nicht. Ich gucke trotzdem mal nach. Oh, die Zeit wird echt langsam knapp. Wenn wir uns jetzt nicht alle etwas beeilen, kommen wir echt zu spät. Anna, deine Tasche steht doch hier. Das kann nicht sein. Doch, hier steht sie. Und jetzt komm runter, du musst doch gleich los. Und du solltest vorher noch etwas essen. Hier, deine Tasche. Danke, Mama, aber ich hatte sie wirklich nicht runtergebracht. Ist ja jetzt auch egal. Ist das Bad jetzt endlich frei? Ja. Machst du dir selber Frühstück? Ich muss mich jetzt schnell fertig machen. Heute ist alles etwas durcheinander geraten. Mach ich. Igitt, ist das ekelhaft! Mama! Was ist denn jetzt schon wieder los? Und wo zum Kuckuck steckt meine Tasche? Die Milch ist schlecht! Ah, das habe ich vergessen. Entschuldige, Anna, ich habe es vergessen, dir zu sagen. Wir haben keine frische Milch, du musst deinen Toast essen. Boah, nee, mir ist der Appetit sowieso vergangen nach der Ekelmilch hier. Mama, ich mag die Hose nicht, die ist viel zu eng. Ich brauche eine neue. Ja, Greta, aber ich habe jetzt keine neue. Wir müssen in die Stadt und dir neue Klamotten kaufen. Du hast einen Schuss gemacht. Und was mache ich jetzt? Heute musst du mit der Hose nochmal los. Na super. Ich muss jetzt los. Tschüss. Hast du alles dabei?
Ja. Okay, dann habt einen schönen Tag. Bis später. Bis später. Oh nein, sie hat ihre Wasserflasche vergessen. So ein Dusselchen. Warte, Anna. Anna! Mama, ich habe Hunger. Kann ich etwas zu essen haben? Gleich, Greta. Peter, komm mal bitte runter. Ich kann auch das Müsli hier essen. Nein, Greta, nicht das Müsli essen. Warum nicht? Die Milch ist schlecht. Ach so. Was ist denn? Ich habe nichts an. Dann zieh dir schnell was über und bringe Anna ihre Wasserflasche. Die hat sie vergessen. Na super, so ein bisschen Stress am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wo ist denn eigentlich meine Tasche hin? Das kann doch nicht wahr sein. Als ob einer unsere Sachen mit Absicht versteckt hat. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Aber wer denn nur? Bello, hast du vielleicht irgendetwas damit zu tun? Was? Bello, das glaube ich nicht. Vorstellen kann ich es mir auch nicht, aber jemand muss es doch gemacht haben. Kobolde werden es ja wohl nicht gewesen sein. Sag mal, Bello, hattest du heute Nacht Langeweile und hast mit unseren Sachen gespielt? Ich doch nicht, sowas würde ich doch niemals machen. Na raus mit der Sprache, warst du es oder nicht? Ich sage nix. Wir reden heute Abend nochmal drüber. Oh, schon so spät. Los, Greta, beeil dich bitte. Schnell, wir sind viel zu spät. Mama, deine Haare. Was ist denn mit meinen Haaren? Willst du sie nicht kämmen? Die stehen in alle Richtungen ab. Ach Mensch, das habe ich ganz vergessen. Danke dir, Greta, ich bin gleich wieder da. Zieh schon mal deine Sachen an. Mach ich. Oh nein, das kommt davon, wenn man so in Zeitnot ist. Wo ist denn jetzt die Bürste hin? Ich kann nicht mehr. Das ist mir heute alles zu viel. Hoffentlich habe ich noch im Bad eine. Ich bringe dich heute mal ausnahmsweise mit dem Auto, damit du nicht zu spät kommst. Ist gut. Oh nein, ich glaube, ich habe mein Wasser zu Hause vergessen. Dann bist du auch ein Dusselchen, Mama. Ja, du hast recht, Greta. Dass die einfach glauben, dass ich sowas machen würde. Sie müssten mich besser kennen. Ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht, wenn die wüssten, wer das wirklich war. Was nachts in Wirklichkeit passiert ist. Ist das langweilig, wenn alle schlafen? Ich gehe mal zu Bello und gucke mal, was der so treibt. Nanu, wer schaut denn da? Ich gehe wohl mal gucken. Peppi, was machst du denn hier? Hey Kumpel, mach mir mal die Tür auf. Warum? Los, mach schon. Hey, na? Na, warum weckst du mich? Mir war so langweilig, was machst du gerade? Also bis eben habe ich geschlafen, ich würde jetzt sehr gerne weiterschlafen. Boah, wirklich? Ich wüsste was Besseres. Was denn? Spielen. Nee, nicht mit mir, ich bin hundemüde, du musst allein spielen, aber bitte leise. Ja, ja, alle wollen nachts schlafen, dabei ist das die beste Zeit. Aber schlaf du mal, ich spiele auch allein. Aber bevor ich spiele, muss ich was essen. Mal gucken, was die so im Kühlschrank haben. Mist, der ist aber fest zu, wie bekomme ich den nur auf? Ich muss mit etwas nachhelfen. Mal schauen, was ich so finde. Ja, das ist genau das Richtige für mich. Und zack, der Kühlschrank ist auf. Wo haben sie hier die Leckereien versteckt? Was wollen die denn damit? Milch, Igitt. Ja, das ist genau das Richtige für mich. Ups, jetzt noch die Spuren verwischen. Tja, aber leider werden sie es nie erfahren. Nur ihr Zuschauer wisst Bescheid. Das bleibt jetzt unser Geheimnis. Tschüss, bis zum nächsten Mal.